habe nicht erwartet, dass Kanada mich so beeindruckt. Wir sind gerade an der Ostküste in Lunenburg. Traditionsreiches Hafenstädtchen, malerische Holzhäuser gebaut von norddeutschen Einwanderern. Es gibt sogar Sauerkraut und im Winter Grünkohl. Ich habe eine Frau kennengelernt. Die schreibt Gedichte. Wenn sie die vorliest, diese Stimme. Und noch schöner sind ihre Augen. Hallo, Paul. Hallo, Tatjana. Ich störe dich tatsächlich nur ungern, aber Pasch braucht Fotos von der Wohnung für die Homepage, falls es für dich okay ist. Ja, klar. Komm rein. Wenn es nicht passt, kann ich später wiederkommen. In Ordnung. Ich bin nur gerade ein bisschen abgelenkt. Thomas hat mir die Briefe unseres Vaters gebracht. Ach, das heißt, er ist tatsächlich über seinen Schatten gesprungen. Es freut mich für dich. Ich bin überrascht, wie nah mir das geht. Wieso bist du überrascht? Dass mich das so beschäftigt. Weißt du, du kennst dich doch ja aus. Also, mach einfach in Ruhe deine Fotos und... Ich möchte dich nicht vertreiben. Nein, aber... Guck mal, ich kann noch überall lesen. Und du, dann machst du die Tür einfach zu, wenn du fertig bist. Und dann rufst du mich an. Okay.